Jo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss jetzt erstmal aufstehen. Bin irgendwie voll kaputt. Was ganz wichtig nach dem Aufstehen ist, erstmal 5 bis 10 Minuten lüften, deswegen Fenster komplett auf, dass schön frische Luft reinkommt. Und jetzt werde ich mir erstmal was zu essen machen. Hi Johnny, na, hast du auch gut geschlafen, so gut wie ich? Hm? Mein Süßer, heute Nacht hast du wieder Mist gemacht, bist du hinter den Fernseher gegangen, ne? Das habe ich gehört. Morgens trinke ich immer so ein Smoothie, da sind so Beeren drin, Grünkohl und Spinat. Dann kommt noch Banane dazu, Orangensaft. Und dann mixe ich das alles mit so einem Pürierstab. Ich habe auch einen Mixer, aber Mixer finde ich nicht so gut, weil der geht ziemlich schwierig sauber, besonders unten am Boden, in den Rillen. Und los geht's. Jetzt trinke ich erstmal gemütlich mein Smoothie und beantworte währenddessen ein paar Kommentare. Zieht euch das mal rein. Ich war bei Aldi Süd einkaufen. Da gibt es jetzt so Rubbellose. Ein Rubbellos pro 10 Euro oder so. Ich habe hier dreimal die Brille. Und wenn man drei Sachen hat, gewinnt man irgendwas. Also ich gewinne hier jetzt irgendwie so ein Kino, Virtual Reality Erlebnis oder sowas. Muss man nachher den Code im Internet eingeben. Auf jeden Fall echt krass. Ich habe noch nie bei irgendetwas gewonnen. Und ich wurde geblitzt. Schaut euch mal mein Blitzerfoto an. Sieht aus, als würde ich schlafen. Muss ich jetzt endlich mal bezahlen. 30 Euro nur, weil ich 60 den Kammer außerorts zu schnell gefahren bin. So, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Sport machen in die Scheune, ein bisschen Fitness, aber bevor ich jetzt rausgehe, gehen heute wieder liebe Grüße raus und zwar an StreamCOD, Baha Alpaslan, Geilo HD, Jimmy Lee und Keks am Limit. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann lasst einfach einen netten Kommentar und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei. Lasst einen Daumen hoch da, Freunde, wäre nice, wenn wir 10.000 Likes erreichen. Oh Mann, Freunde, wisst ihr, was krass ist? Vor etwas mehr als einem Jahr stand ich hier hinten an dieser Wand, hatte so eine Tentakelmaske auf. Der Kanal hieß noch Tentakel und ich hatte so ungefähr 5000 Abonnenten. Hab halt Videos gemacht mit Maske, stand da an der Wand, hab irgendwas gelabert. Und heute hat der Kanal jetzt mittlerweile schon über 400.000 Abonnenten. Das ist auf jeden Fall mega krass. Jetzt ist auf jeden Fall ein echt großer Traum wahr geworden. Aber ich muss auch dazu sagen, das war echt ein harter Weg. Ich habe dieses Jahr fast nichts anderes gemacht, außer gearbeitet und am Wochenende Videos geschnitten. Ich habe meine Freunde vernachlässigt, ich habe meine Freundin vernachlässigt und ich habe hier sogar Sport vernachlässigt. Also ich habe fast das ganze Jahr kaum Sport gemacht, immer nur so mal ein, zwei Wochen, dann habe ich wieder aufgehört. Auf jeden Fall habe ich mich gerade so an die Zeit zurückerinnert und das ganze Jahr mal so Revue passieren lassen. Das ist echt krass. Jetzt habe ich über 400.000. Das war immer ein großer Traum von mir. Ich bin so dankbar dafür. Ich bedanke mich bei jedem, der meine Videos schaut, der mich abonniert hat, der einen Daumen hoch da lässt. Und besonders nochmal ein Danke. Ich lese ab und zu in den Kommentaren, dass welche schreiben, ich verfolge dich schon, seitdem dein Kanal Tentakel hieß oder Amazon Boy. Also ganz am Anfang hieß der Kanal, glaube ich, Amazon Boy. Und das ist echt krass, dass manche Leute immer noch meine Videos schauen und über so einen langen Zeitraum. Das ist so krass. Das ging jetzt auf jeden Fall alles so schnell, ich kann das manchmal gar nicht glauben. Okay, genug geredet, am Ende des Jahres wird auf jeden Fall nochmal ein Retalk-Video kommen, wo ich über das ganze Jahr spreche und so, was meine Gedanken sind und so weiter und so fort. Aber jetzt wird erstmal trainiert! Jetzt erstmal eine Kleinigkeit snacken und dann muss ich erstmal duschen. So Freunde, frisch geduscht, schon auf der Autobahn unterwegs mit meiner Freundin. Wir fahren jetzt nach Köthen, das sind etwas über 300 Kilometer. Ihre Uroma feiert da heute Geburtstag. Sie ist 97 geworden, das ist auf jeden Fall verdammt alt. Ich denke mal, sie wird die 100 schaffen. Meine Freundin hat sie mal gefragt, was ihr Geheimnis ist, dass sie so alt ist. Und sie hat gesagt, sie isst jeden Tag einen Apfel. Ja. Wir werden da auch übernachten in einem Hotel, mal schauen, was das so für ein Teil ist. Vielleicht werde ich eine Roomtour machen, aber jetzt muss ich erstmal Gas geben. Thank you.
wir sind in Köthen angekommen, bin gerade auf dem Zimmer, also ist nichts Besonderes. Ich zeige euch das mal kurz, geht auch schnell. Also hier ist die Eingangstür, da haben wir den Schrank, Nachtschrank, Bett, Nachtschrank, Sessel, Sessel, Tisch, Spiegel. Und hier haben wir noch einen Fernseher, den wir eh nicht benutzen werden, weil wir morgen früh eh wieder abhauen. Und ja, das war's. Ich zeige euch noch mal kurz die Aussicht. Das ist die Aussicht. Voll geil, oder? Und jetzt werden wir uns fertig machen, dann gehen wir auf den Geburtstag und ich denke mal so 12, 1 Uhr werden wir dann schlafen gehen, morgen früh aufstehen und dann wieder nach Hause fahren. Guten Morgen nochmal, Freunde. Wir haben jetzt 7 Uhr und Geburtstag war gestern ganz schön. Wir werden jetzt wieder heimfahren, etwas mehr als 3 Stunden. Auf jeden Fall habe ich vorhin mal Wetterbericht geschaut. Ich wollte heute nochmal so ein Experiment draußen drehen. Aber es soll auf jeden Fall den ganzen Tag regnen und schneien. Und dann macht mir das Wetter mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Na Schatz, fahren wir jetzt erstmal los. Bin gerade auf dem Heimweg und oh mein Gott, ich habe gerade getankt, also Diesel, und es hat einfach 1,61 Euro gekostet. Also ich war an der Shell-Tankstelle und da gab es einen normalen Diesel. Nein, es gab keinen normalen Diesel. Es war einfach kein normaler Diesel da. Also es war nicht mal eine Zapfsäule für einen normalen Diesel da. Und auf der Anzeige stand Diesel und einfach gar keine Zahl dahinter, also es gab keinen normalen Diesel. Und dann gab es halt hier V Plus, Super Diesel ist das, keine Ahnung, was da besser sein soll. Und auf jeden Fall, der Liter kostet einfach 1,61 Euro. Richtige Abzocke, ich fühle mich so richtig abgezogen, richtig dreckig. Also das Video könnte ich jetzt Ansage an Shell nennen, oder? So ein bisschen gereizt bin ich jetzt schon. Puh, endlich wieder daheim. Auf jeden Fall war ich noch bei meiner Packstation. Ein paar Pakete sind gekommen. Na, Bella, willst du wissen, was da drin ist? Ich habe natürlich schon reingeguckt. Da sind echt coole Sachen drin. Und ich würde mal sagen, wir schauen da jetzt nochmal gemeinsam rein. Miau. Bam! Ich zeige euch erstmal, was sich in dieser Rolle hier befindet. Und zwar ist das ein selbstgemaltes Bild von der lieben Nathalie. Ich habe euch mal ihr Instagram in der Beschreibung verlinkt. Sie malt auf jeden Fall richtig gute Bilder. Und zieht euch das rein, Freunde. Das ist so nice. Tada! Miau! Das ist auf jeden Fall Johnny. Ist wirklich sehr geil gezeichnet. Oben und unten nochmal so ein Wurfstern. Und er kommt aus so einem Rahmen raus. Gefällt mir sehr gut. Nochmals vielen lieben Dank, liebe Nathalie. Okay, machen wir mit dem nächsten Paket weiter. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Paket. Das ist bis jetzt das geilste Paket, was ich jemals bekommen habe. Falls ihr mir auch ein Paket schicken wollt, Adresse ist in der Beschreibung. Und ich lese euch jetzt mal den Brief vor. Und dann würde ich mal sagen, wechseln wir die Kameraperspektive und ich zeige euch, was sich hier drin befindet. Hallo Johnny, als Fan deines YouTube-Kanals schicke ich dir ein paar vorweihnachtliche Sachen. Deine Videos sind echt cool. Es macht mir richtig Spaß, sie sich anzuschauen. Weiterhin gute Vlogs und alles Gute, beste Grüße. Und sogar noch die Links zu den Messern, die hier drin sind, hat er dazu geschrieben. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, lieber Raoul war, glaube ich, dein Name. Ich habe die Adresse hier auf dem Paket geschwärzt, deswegen kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Also tut mir leid, falls das nicht dein richtiger Name war. Aber ich denke, es sollte der richtige Name gewesen sein. Okay. So, ich schlage mal vor, wir holen eins nach dem anderen raus. Wir fangen hier mal mit diesem großen Kasten an. Und das hier ist eine Uhr. Also mir persönlich gefällt sie nicht so gut. Ich denke mal, ich werde sie demnächst verlosen. Ist so eine Sportuhr. Keine Ahnung, ist halt nicht so mein Stil. Gerade mit einem Gelarmband. Ich finde das nicht so nice. Ich finde lieber so richtig männliche Uhren nice, wie zum Beispiel Rolex für 20.000 Euro oder so. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Uhr. Das ist eine ganz normale Standard-Gel-Uhr. Ich weiß gar nicht, wo er die ganzen Uhren her hat. Aber auf jeden Fall ist diese sehr nice. Ist zwar auch nicht mein Geschmack, aber meine Freundin findet die auf jeden Fall gut. Ihr gefällt sie. Und für Arbeit ist so ein Ding auf jeden Fall sehr praktisch. Und ist halt eine Standard-Gel-Uhr, ne? Aber auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe mich sehr über dieses Paket gefreut. Und ihr werdet jetzt auch sehen, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Das hier ist ein Karambit-Messer. Das ist sehr geil. Und zwar zieht euch das rein. Erstens sieht das richtig nice aus. Das ist richtig, richtig geil. Und zweitens, bam, springt es sehr heftig auf. Und es ist auf jeden Fall richtig geil. Und dazu gibt es noch einen passenden Bruder, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und zwar noch ein Karambit-Messer. Es ist dasselbe, nur in einem anderen Design. Sieht auf jeden Fall auch richtig nice aus. Bam! Richtig geiles Teil. Also, ich freue mich auf jeden Fall richtig. Vielen Dank, Mann. Das ist sehr nice für meine Sammlung. Und hier haben wir nochmal ein richtig heftiges Messer. Ich muss es mal wieder rausholen. Dieses Messer ist ultra heftig. Zieht euch das rein, Freunde. Das ist richtig nice. Oh mein Gott, das ist so nice, dass es nicht weiter rauskommen wollte.
Das Ding ist so massiv, das ist so ein gigantisches Teil. Es ist wirklich sehr schwer. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber das ist definitiv mein schwerstes Messer. Das ist richtig massiv wie der Rapper. Hier auf jeden Fall richtig geile Carbonoptik. Ist kein echtes Carbon, sondern nur so Carbonoptik, aber auf jeden Fall trotzdem nice. Und es springt so geil auf die Klinge. Es ist einfach so monströs. Es ist schon groß. Zieht euch das rein, Freunde. Richtig krasses Teil. Browning. Also mein Luftgewehr ist auch hier von Browning lizenziert oder wie sich das auf jeden Fall nennt. Und es springt richtig geschmeidig, richtig schön auf. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist jetzt auch mein größtes Messer. Das ist ein richtig geiles Teil. Vielen Dank, Mann, dafür. Echt vielen Dank. Ansonsten haben wir hier noch so ein Spielzeug für Johnny und Bella. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, aber ich glaube, das sollte eigentlich ein Nähkissen sein. Aber ich werde es Johnny und Bella zum Spielen geben. Dann haben wir hier noch so einen USB-Lade-Kfz-Stecker und noch einen. Meine Freundin braucht auf jeden Fall einen. Ich habe schon einen. Und der übrig bleibt, den werde ich dann Alex geben. Dann haben wir hier nochmal so 4 Sportuhren. Ich habe echt keine Ahnung, was das für Sportuhren sind. Die laufen auf jeden Fall alle. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, keine Ahnung, wo du das alles her hast, Mann. Dann haben wir hier nochmal, das sind auch richtig geile Dinger. Das sind auch nochmal 2 Messer. Und zwar sind das solche Kreditkartenmesser. Aber das sind keine normalen Kreditkartenmesser, sondern das sind Kreditkartenmesser. Die sind richtig massiv. Die sind so massiv. Die Verpackung alleine ist schon massiv. Ich krieg's noch nicht mal raus. Okay, jetzt zieht euch das rein, Freunde. Normal sind Kreditkartenmesser so aus Plastik und so. Aber hier ist auf jeden Fall heftig viel Stahl dabei. Ich klapp das mal um. So. Und dann nochmal hier drum. Und da haben wir es. Das ist auf jeden Fall viel massiver. Und das war's schon mit dem Paket. Kommen wir zum letzten Paket. Hier sind auch Messer drin. Und an dich selbstverständlich auch vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut. Auf jeden Fall sind hier sehr witzige Messer drin, falls ich mich richtig erinnere. Hier haben wir mal so ein Teil, also dieses Design. Das sieht echt verdammt lustig aus. Voll der Fail. Es springt auch nicht so gut auf. Man muss schon mit Schwung machen. Zieht euch mal die Klinge rein. Also irgendwie erinnert mich das Messer an einen Fisch. Oder irgendwie an so ein Hi, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall eine richtig breite Klinge. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ist auch schon sehr abgenutzt, aber trotzdem. Hat mich gefreut. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Dann haben wir hier noch so ein Messer. Das ist ein Einhandmesser und ich glaube, sowas nennt man Weinmesser oder so. Ist auf jeden Fall auch ein ziemlich komisches Teil. Hier ist nochmal so ein Weinöffner, Flaschenöffner drin. Korkenzieher nennt sich das, nicht Flaschenöffner. Dann haben wir hier so ein richtig altes Brotmesser. Das hat mich irgendwie so an Counter-Strike erinnert. Also, das ist sogar verrostet. Das ist ja richtig oldschool. Das hat mich an Counter-Strike erinnert, weil dieses Anfangsmesser da sieht ungefähr so aus wie dieses hier. Und dann war hier ein Messer drin, was ich ziemlich cool finde. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also, wir haben hier einmal eine Taschenlampe. Sie geht an. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Also, man kann sie rausholen, anmachen und wieder reinstecken, dann leuchtet das eben. Auf der anderen Seite kann man auch hier was rausholen und man hat hier einen Feuerstein, auf jeden Fall auch sehr praktisch. Und hier hat man so eine Reibefläche, aber die ist nicht für den Feuerstein, sondern da kann man Streichhölzer anzünden oder etwas schleifen. Und dieses Messer ist ein Einhandmesser. Das wäre so geil, wenn dieses Messer ein Zweihandmesser wäre, weil dann dürfte ich es mit mir rumtragen. Es ist auch übrigens sehr scharf, das habe ich schon getestet. Aber leider ist es ein Einhandmesser, obwohl es keinen Pin hat, kann man es mit einer Hand sehr geschmeidig aufmachen. Vielleicht kann ich das hier noch etwas fester stellen, aber es hat hier keine Schrauben, sondern irgendwie sowas anderes. Deswegen funktioniert das, glaube ich, leider nicht. Deswegen ist leider ein Einhandmesser, aber egal, ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Hier ist auch noch dein Brief, den werde ich jetzt auch noch vorlesen. Hallo, lieber Johnny Hunt. Ich liebe deine Videos und Katzen und ich hoffe, du freust dich über die Messer. Ich habe dich seit ein Jahr abonniert. Ich entschuldige mich für die Verpackung. Ich hatte keine andere. Kein Problem. Die Verpackung war auf jeden Fall richtig in Ordnung. Ich wünsche mir seit 4 Jahren einen Butterfly-Trainer. Wäre sehr nett, wenn du mir einen schicken könntest. Meine Adresse, okay, die nenne ich jetzt nicht. Dein Lukas. Okay, auf jeden Fall gehen liebe Grüße an dich raus, Lukas. Und ich werde dir einen Butterfly-Trainer schicken. Den Butterfly-Trainer habe ich noch übrig. Werde ich dir schicken. Vielen Dank nochmal für dein Paket. Und zum Glück hast du die Adresse auf diesen kleinen Brief hier geschrieben, weil auf dem Paket habe ich sie schon geschwärzt und dann könnte ich dir das nicht schicken. Aber kein Problem. Okay, Freunde, das war's mit dem Vlog. Vielen Dank an jeden, der mir Pakete geschickt hat. Vielen Dank an jeden, der mir Briefe geschickt hat. Hat mich wirklich sehr gefreut. Falls ihr mir auch was schicken wollt, Link ist in der Beschreibung. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier könnt ihr noch 2 coole Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt. Bam, 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 bam.